is forever, ever, or to never mind. Oh, I. Einen wunderschönen und willkommen zurück zur Destruction Formel YouTube oder wie wir sie nennen, irgendwas in der Art und Weise. Das ist wieder die Infoveranstaltung. Ich zeige euch wieder die 5 Rennen, die zum nächsten Event gefahren werden. Wir haben uns da festgelegt. Und zwar das nächste Event findet am Freitag, kommenden Freitag, also diesen Freitag, 19 Uhr Start. Und wir haben noch mehr Fahrer organisiert. Es ist der Wahnsinn. Der Lycos und die Mira haben sich breitschlagen lassen, sich hiermit zu integrieren. Ich bin sehr gespannt, wie sehr sie uns hassen werden. Das heißt für uns natürlich noch mehr üben, noch mehr gucken, dass wir uns nicht im Weg stehen. Es wird wieder ein Riesenwahnsinn. Aber jetzt erstmal die Strecken. Wir fahren hier gerade wieder im wunderbaren Ferrari. Jay fährt den Ferrari, das wisst ihr ja. Hat auch mittlerweile einen Teamkollegen mitbekommen, der gerade nicht mit dabei sein kann. Also der zu diesem Event nicht dabei sein wird. Der wird zu einem späteren Event zu uns stoßen. Und ich würde sagen, ich lasse den Jay einfach mal fahren. In Spanien, in Katalonia. Und dann gucken wir mal, wie das hier läuft. So, das ist die letzte Schikane, bevor man wieder auf Start-Ziel geht. Jetzt geht's auf die Start-Ziel. Scharfe rechts kann man gut rausbeschleunigen. DRS-Abschnitt mit drinne, das heißt Flügel auf und Gas geben. Rundenzeit lag bei mir 1,20. Jetzt geht's in die Rechtskurve. Machen wir mal aufpassen, ist ein Schlenker. Auch wieder rechts-links-rechts-Kombination. Und dann lang gezogene Rechtskurve, da muss man echt aufpassen. Man kann die fünften, sechsten Gang nehmen, teilweise im siebten Gang. Bevor man wieder aufs Gas geht, auf die Bremse treten muss. Aber man kann ja aus diesen Kurven immer rausgeworfen werden. Aufpassen mit den Randsteinen. Die sind böse. Die sind relativ hoch. Und sobald es nicht Sonne ist, sind die sehr glatt und rutschig. Ja, Spanien hat immer wieder scharfe Kurven. Sehr harte und enge Kurven. Ansonsten ist es weitläufig. Also man kann hier auch mal ins Gras fahren. Das kann schon mal passieren. Leben geht weiter so ungefähr. Ja, auch hier harte Haarnadelkurve, dann geht es gleich wieder in eine schnelle Passage rechts, links, also eigentlich links, rechts. Und dann geht es auch schon wieder auf dem Weg zur Start- und Zielgerade. Hier auch nochmal eine böse Schikane. Alles im dritten Gang gefahren. Teilweise im vierten. Und dann wieder raus beschleunigen, ab auf die Start-Zielgerade und dann einfach Gas geben. Und das ist Spanien. Und wir sehen uns gleich weiter, dann geht's in Belgien weiter und weiter geht's in Belgien direkt, diesmal mit Red Bull. Auch das Team ist mittlerweile vollständig. Der liebe Gizmo sitzt hier im Red Bull Team und hat sich die Mira gesichert. Da bin ich sehr gespannt. Willkommen im Rennstall, liebe Mira. Wir drücken dir die Daumen, dass es läuft. Ich mache hier mal Musik an, es ist ja so lang. Nein, ist es nicht. Und wir fahren jetzt hier in Belgien. Belgien ist eine Geschwindigkeitsstrecke, das heißt, hier geht es nur um Geschwindigkeit. Hier hat man Kurven, mit denen man mit 300 km/h durch diese Kurven fährt und dann aber wieder harte Passagen hat, wo man stark abbremsen muss. Also das ist hier die Kurven nicht unterschätzen, lieber die Bremspunkte ein bisschen nach vorne setzen und auf die Ideallinie achten. Wenn die rot ist, heißt das bremsen. Ja, und nicht einfach Gas geben. Und genauso auch an meine wunderbaren Überholspezialisten. Es gibt nachher noch ein kleines, besonderes Video nur für euch. Nur weil eine scharfe Kurve da ist und die Leute sich vorher einbremsen, heißt das nicht, dass man in dieser scharfen Kurve noch direkt vorne an der Spitze reinstechen kann und dann überholen kann. Ich weiß, geht auch an mich, aber das macht man nicht im Rennstall. Das macht man dann in etwas günstigeren Kurven. Aber jetzt erstmal zu Belgien. Schöne Aussicht von mal einfach im Hintern von mehreren Cockpits ansichten. Wie gesagt, wir fahren hier die meiste Zeit im 8. Gang, 7. 8. Gang. Rund so zwischen 250 bis 320 km/h. Wir nehmen auch teilweise die Kurven mit 310, 320 km/h. Also es ist nicht ganz ohne und da wirken die G-Kräfte ordentlich aufs Auto. Und drückt das Auto immer wieder raus. Das heißt auch mal Kurven einfach mal vom Gas gehen und dann durchschießen mit 200, 250 ist okay, das funktioniert. Aber es gibt dann auch harte Kurven, wie hier gerade. Da muss man aufpassen, dass man nicht rausgedrückt wird. Zumal die Abweiser sehr stark sind. Also wenn man zu stark über den Randstein fährt, ist dieses gelb-rote, dann
fängt das Auto an, instabil zu werden und rutscht einfach weg und bricht dir aus. Dann hast du auch keine Kontrolle mehr über dieses Auto. Das muss man halt beachten. Wie Mira ganz liebevoll sagen würde, das Graue ist die Straße, nicht das Grüne. Hat sie recht. Ansonsten Belgien, die letzte Passage vorm Startziel, ist halt wirklich so eine Geschwindigkeitsstrecke, wo man wirklich 310, 315 fährt und dann in eine scharfe Rechts-Links-Passage geht. Da runterbremst auf 80, 70 km/h und dann ist aber auch schon, hat man es geschafft. Rundenzeit lag bei mir bei 1,48. Schneller habe ich es nicht hingekriegt, in mehrere Runden gefahren. Es ging einfach nicht schneller. Aber das war Belgien und da es uns an Geschwindigkeit und Racing noch immer nicht genug ist, gehen wir direkt jetzt nach Monza. Da bin ich sehr gespannt, was wir dorthin kriegen, weil da geht es noch mehr um Speed. So, jetzt bin ich euch live direkt mit in Italien, in Monza. Auch eine schnelle Runde. Aus meiner Perspektive. Ihr seht rechts unten die Geschwindigkeit. Und vor allem, wie es nach vorne geht. Der ist auch wirklich stabil. Auch die erste Hanade-Kurve. Ganz schwierige Kurve. Ihr könnt kurz vorher schnell fahren und dann müsst ihr aber radikal bremsen, also das Pedal durchdrücken. Ansonsten schießt ihr geradeaus und das war's dann. In der Regel. Dann gibt es gleich wieder vorwärts. In dieser Strecke gibt es relativ wenig Haarnadelkurven. Viele sind einfach nur lang gezogen, wo ihr immer wieder mit der Steuerung korrigieren müsst. Einfach nur in die jeweilige Richtung lenken bringt nichts, weil dann bricht das Auto aus. Dann müsst ihr immer mal wieder kurz loslassen und dann nachjustieren. Das war nochmal so eine schnelle Links-Rechts-Kombination, die ist auch gemeint hier, die drückt euch nach draußen. So, wieder runter vom Gas, wenn es rot weg ist. Ich gebe meistens im Gelbbereich, gebe ich dann wieder Gas. So, der ist wieder an. Und zack, einmal Gas geben hier, 320. Sachte bremsen und zack, wieder links in die Kurve, zu weit rausgeraten, das hat Zeit gekostet und zack, gleich weiter. Am besten ist es am ersten Punkt, ein bisschen weniger Gas zu haben, da kommt man relativ gut hinten wieder raus. So, hier vom Gas runtergehen, Auto ausrollen lassen und einfach wieder in der Mitte beim Scheitelpunkt Gas geben und weiter geht's. Und das war eine Runde Monza, Italien. 1,24 die Strecke, wir gehen weiter nach Brasilien, ich bin sehr gespannt, wie wir es starten. So, auf geht's in Brasilien. Ich muss ja ein bisschen gucken. Schnelle Runde in der Lage. Okay, die letzte Runde lag bei 1 Minute. Wie schnell ich hier rumkomme. Es ist sehr schnell gekommen. Das ist hier gleich nach Startziel. Scharfe Linkskurve, gleich wieder rechts, dann langgezogene Linkskurve. Da aufpassen, da tummelt sich immer alles. Da gibt es immer Stau und immer Flügelkontakt. Dann langgezogene Gerade, dann gibt es direkt eben eine scharfe Linkskurve, dann wieder eine sachte Linkskurve. Kann man viel Geschwindigkeit mitnehmen oder einfach nur geradeaus fahren, dann wird viel überholt. Hier so weit wie möglich nach links fahren, um dann im harten Winkel rumzukommen. Hier sachte rum, immer schön an den Außenkanten bleiben. Das Ganze machen wir jetzt hier nochmal so weit wie möglich nach links. Und dann einmal stark einlenken und dann wieder rechts fahren. Hier kann man durchfahren, hier muss man nicht den Gas geben. Hier muss man wieder bremsen, scharfe Linkskurve. Zack, im Scheitelpunkt Gas geben, Berg hoch und dann ist die Runde hier auch schon gelaufen. Das ist Brasilien, geht relativ zu schnell, wir gucken uns die Wiederholung gleich nochmal an. Aber das ist eine Strecke, die unwahrscheinlich schnell geht. Und zack, da ist die Startziel gerade wieder da. Wir gucken uns das jetzt mal schnell in der Wiederholung an, wie das von außen aussieht, aber unwahrscheinlich schnell. Ich liebe diese Strecke, aber sage ich euch gleich nochmal. Bis gleich hier in dieser Wiederholung. So, der Haas, mit dem ich gerade gefahren bin, aus der anderen Sicht, auch in Brasilien. Wie gesagt, hier Rundenzeit 1,10. Da wisst ihr, wie schnell diese Strecke ist. Wenn wir gucken, Belgien habe ich 1,48 gebraucht, hier brauche ich 1,10. Ich liebe Interlagos. So eine Traditionsstrecke. Und hier geht's ja, hier starten wir. Und dann geht es eigentlich schon ganz schnell, zack, in die scharfen Kurven. Das war ein bisschen zu weit draußen, das war nicht gut. Schön den Rand der Curbs mitnehmen. Immer auch Geschwindigkeit mitnehmen. Und dann geht es wieder lang auf die Gerade. Zack, Flügel auf, raus geht's. Hier finden viele Überholmanöver statt. Die sich dann hier vorne in der ersten Linkskurve alle verschätzen. Da drückt es viele nach draußen. Kann man auch machen. Das ist, in der Regel wird man dann nicht bestraft, wenn man viel Zeit verliert.
Und das sind jetzt diese scharfen Kurven. Ja, man pirscht sich an. So weit wie möglich nach links. Man kann den Körper hier komplett mitnehmen. Passiert nichts. Und dann innen reinfahren. Dann ein bisschen sachte diese Linkskurve nehmen. Die ist ein bisschen gemein. Das Ganze nochmal. So weit wie möglich rausfahren. Rechtzeitig bremsen. Und dann einfach rum. Und dann wieder Gas geben. Volle Kanne. Durchziehen. Nochmal scharfe Linkskurve. Ist aber nicht das Problem. Hier fahren auch sehr viele geradeaus, die Strecke nicht kennen. Und dann geht es den Berg schon wieder hoch und das war schon wieder Brasilien. Boxeinsfahrt geht hier links gleich mal rein. Also auch die kann man sehr gut anfahren. Also ist eigentlich eine Wahnsinnsstrecke, macht super viel Spaß. Und jetzt gehen wir in die letzte, das ist Sochi, da bin ich sehr gespannt. Da kracht es immer bei uns. So, die Bonusstrecke. Wir sind wieder in Russland. Eine Strecke, wo wir immer rausfliegen, also das ist... Ich weiß nicht, wie oft ich mich hier schon mit Gizmo und Jay geklopft habe. Ja, gerade auf dem Weg zur Start und Ziel gerade. Ja. Hier geht es gleich rechts zur Box. Das ist das, wo ich das letzte Mal einen Stau verursacht habe und mit Gizmo und völlig geklippt bin. Ja, weil ich die Kurve einfach nicht getroffen habe. Und jetzt geht's hier auf die Start und Ziel gerade. Und dann gucken wir mal. 1,38 jetzt war eine schlechte Runde. Ist auch nicht schlimm. Kleiner Tipp fürs Überholen, nutzt hier diese Geraden mit leichten Kurven. Das geht ganz gut. Vor allem am Ende. Da kann man gut überholen. Und nicht so wie wir das gemacht haben, Jay, auf dem letzten Drücker noch reinstechen. Ja, das funktioniert nicht. Das kostet, gibt nur Unfälle. Die langgezogene Linkskurve, die so schön lang ist, die lohnt sich auch für Überholmanöver. Muss da aufpassen, die Autos werden rausgedrückt. Hier gibt es auch wenig Track Limit, also man kann auch mal den Randstein komplett benutzen, das ist okay. Ja, völlig okay, muss ja die Kurve auch kriegen. So, wir haben wieder scharfe Linkskurven. Ja, recht anspruchsvoll die Strecke. Zumal auch bandentechnisch hier überall was rumliegt. Aber die macht schon Spaß, die Strecke. Ja, hier auch Möglichkeiten zum Überholen. Eine kurze Wandberührung rumgeeiert. Alles schön hier. Willian. Oh, der war. Aber nicht so schlecht. Ja. Ja. Und da sind wir auch schon wieder gleich am Anfang. Da ist die Boxengasse wieder. Ja, und das ist hier das Blöde. Also die hat zwei Rechtskurven, die Boxengasse. Und dadurch habe ich die immer verpasst. 1,35 ist okay. Wir sehen uns Freitagabend zum Event. Ich freue mich sehr auf euch. Jungs und Mädels, ich bin fleißig. Freue mich auf euch. Der Stefan wird mit dabei sein. Mal gucken, ob er Zeit hat. Wird auf jeden Fall sehr spaßig. Und wir die Zeit. Naja, ist mir egal. Dieser an der Stelle, ich bin raus. Macht's gut. Wir sehen uns.